Die nächste Redner ist die Frau Abgeordnete. Nächste Rednerin ist Martina Diesner-Weiß von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren im Nationalrat, Frau Kollegin Heinisch-Hossig, testen, impfen ist uns wichtig und wir geben nicht 200 Millionen für die Impfungen, sondern 388 aus, um das richtig zu stellen. Ich möchte aber heute zum Covid-Zweckzuschussgesetz sprechen, denn wir haben ja schon beschlossen, die Gratistests, die jeder nach Hause, die Wohnzimmertests bekommt, und die Gratistests in den Apotheken, die bis jetzt für jene Personen waren, die Krankenversicherung bei den gesetzlichen Krankenversicherungsträgern versichert sind. Und das soll auch natürlich auf alle weiter ausgerollt werden. Und so kommen jetzt auch noch dazu jene, die bei den Krankenfürsorgeeinrichtungen der Länder und der Gemeinden mit dabei sind. Und hier beschließen wir vom Bund eben den Zweckzuschuss für die Länder und Gemeinden, dass sie dabei sind. Und auch die Versicherungsträger zahlen den Rettungsorganisationen ja jene Transporte nicht, die Covid-bedingt sind, und da geben wir auch einen Zweckzuschuss. Aber was mich noch besonders freut, ist, dass ich einen Abänderungsantrag heute auch noch einbringen darf, wo es darum geht, jene Menschen, die auf den Teststraßen freiwillig arbeiten, dass die für die Sozialversicherungsbeiträge 537 Euro bis jetzt Freibetrag haben und das auf 1.000 Euro erhöht wird. Ich denke, das ist ganz wichtig, denn sie sind freiwillig da und die Teststraßen funktionieren sehr gut. Und ich möchte an dieser Stelle auch allen, die sich da bereit erklären, freiwillig mit dabei sein, ein herzliches Dankeschön aussprechen und darf somit noch den Abänderungsantrag einbringen. Abänderungsantrag der Abgeordneten Smolle und Schallmeiner, Kollegen und Kolleginnen, zum Gesetzesentwurf im Bericht des Gesundheitsausschusses 758 der Beilagen über den Antrag 1325a betreffend eines Bundesgesetzes, mit dem das Covid-19-Zweckzuschussgesetz geändert wird. Der Nationalrat wollte in zweiter Lesung beschließen. Das eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Die bisherigen Anordnungen erhalten die Bezeichnung 2 und 3 und folgende Ziffer 1 wird vorgestellt. 1, dem Paragraph 1a Z5 werden folgende Sätze angefügt. Diese Aufwandsentschädigungen sind nicht durch die Ausgleichszulage und Leistung der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe anzurechnen. Sie haben keine Auswirkungen auf ein Kindeseigenschaft und Pensionsversicherung. Die Bezieherinnen dieser Aufwandsentschädigungen sind nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung teilversichert. B. Die Ziffer 3 bisher Z2 lautet: 3, Paragraph 4 werden folgend Absatz 4 bis 7 angefügt. 4, Paragraph 1a, Ziffer 5, zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzblattes Nummer XX2021 tritt mit 1. April 2021 in Kraft. Paragraph 1a, Ziffer 5, dritter und vierter Satz in der Fassung des Bundesgesetzblattes Nummer XX2021 tritt rückwirkend mit 1. Dezember 2020 in Kraft. 5. Paragraph 1a Ziffer 5 ist für Testungen und Epidemiegebieten Paragraph 24 des Epidemiegesetzes 1950 ab dem Kalendermonat März 2021 anzuwenden. Das anstelle des Betrags von 537,78 Euro der Betrag von 1.048 Euro eintritt. 6. Die Paragraphen 1c bis 1e in der Fassung des Bundesgesetzblattes Nummer XX2021 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. Paragraph 1c ist dabei auf Aufwendungen der öffentlichen Apotheken für Covid-19-Tests ab dem 8. Februar 2021, Paragraph 1d auf Aufwendungen der öffentlichen Apotheken für die Abgabe von SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung ab dem 27. Februar 2021 und Paragraph 1e auf Aufwendungen der Rettungs- und Krankentransportdienste ab dem 1. März 2020 anzuwenden. 7. Die Paragraphen 1c und 1d samt Überschriften treten mit 30. Juni 2021 außer Kraft. Verschiebt der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch eine Verordnung nach dem Paragraphen 751 Absatz 2 ASVG das
außer Kraft treten, der Paragraphen 742a und 742b AStVG. So treten die Paragraphen 1c und 1d mit dem in dieser Verordnung für die Paragraph 742a und 742b AStVG genannten Datum für das Außerkrafttreten außer Kraft. Martina Diesner-Weiß von der ÖVP bringt einen Abänderungsantrag ein. Jene Menschen, die an den Teststraßen arbeiten, sollen demnach einen Freibetrag über 1.000 Euro bei ihren Sozialversicherungsbeiträgen erhalten.